Die sind orthodox. Oh. Religion gewechselt, wa? Genau, von slawisch auf orthodox. Genauso Pomerelle, oder wie die heißen. Ja, gut, gucken wir mal. Multan, Krieg erklären. Naja, meine besitzenden Nachbarn nutzen das natürlich aus, dass Sachsen gerade von Dänemark auf die Schnauze bekommt. Hätten wir mal die Mod installiert oder noch dazu genommen, wo jedes Land in IO4 einen Kolonisten bekommt. Das wirst du wohl gerne. Ja. Wäre ich einfach schnell abgehauen. Ansprüche wurden das. Oh, der Papst ist tot. Lang lebe der Papst. Jetzt ist Schwaben Papst. Na toll. Ja. Ich kann noch nicht kapitulieren. Wie geht das? Warum nicht? Dauert mir zu lange. Klar kann sie kapitulieren. Ich kann immer kapitulieren. Nein. Nee, geht erst am 26.05. 1025. Dauert das denn so lange? Ja, die KI ist schon wieder zu doof hier. Zu belagern. Ja, Fähigkeit kaufen. Kampfstärke Kavallerie. Limität, Wahrscheinlichkeit, Schaden, Nahkampf. Religion. Bist du eine andere Religion als ich? Oh, tatsächlich. Boah, ey, Byzanz, ey. Die haben jetzt eine Entwicklung schon von 1186. Mehr Rebellen absolvieren. Ja, wir werden sehen. So. Gut, heute habe ich länger überlebt. Wieso bist du wieder tot? Naja, gut, ich denke mal, die Toskana wird mich jetzt vollständig integrieren, weil die auf all meine letzten Provinzen noch Ansprüche haben. Oder die trauen sich das nicht, weil ich der Kirchenstaat bin. Der Kirchenstaat. Aber mein Geld habe ich schon ins Ausland gebracht. Wie ein guter Papst das so machen muss. Hm.
Kannst ja schon mal gucken, was als nächstes Spiel ist. Naja, denn dann nehme ich Sachsen. Ist ja nur Kaiser. Von einem Untergang zum nächsten. Ich sehe schon. Ja. Was ist naja, gut, auf, ich sag mal so, oft sehr schwer als Kaiser ist, die KI wird dich sowieso nicht wieder. Muss ich nur ein bisschen anstrengen. Ja. So, ich bin tot, aber ich habe jetzt auf Zuschauer gedrückt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kirchenstaat irgendwo neu spawnt. Oh, Delfino ist ja. Delfino läuft ja mit dir, wa? Ganz schön viele Rebellen. Boah. Die Thronanwärter, ist mir egal. Na, vielleicht kriegst du ja einen guten König. Ja, der aktuell taugt nichts mit 1-0-3. Sehr fähig. Was macht Delfino hier? Was? Oh. Junge, hat der ein Glück. Der hat ja. Hast du richtig gute Verbündete? Ja, geht so ein bisschen. Das Problem ist, ich bin halt eingesperrt zwischen Khmer, Tang und Samaniden. Ja, sehe ich schon, ja. Und die Chinesen kommen ja auch immer näher, ne? Sag ich doch, Tang. Ja, ach, das sind ja alles Vasallen von dir. Ja, das ist total schwierig. So ein bisschen. Okay, das ist viel. Das ist viel, ja. So, kann ich rüberfahren, glaube ich? Ja. Ich habe keinen Bock, solche rüber zu laufen, meine Verbündeten aber auch nicht. Oh, Liao ist ja chinesischer Kaiser. So, jetzt wo da alle tot sind, lauft ihr mal rüber vielleicht. Das wäre ganz nett, da muss ich da nicht hinlaufen. Ach, das gehört auch noch zu Wanga. Na ja. Oh, du kannst ja Barat gründen, ne? Ja, ich kann zwei Sachen gründen, theoretisch. Rajupatana. Also in der Theorie zumindest kann ich das machen. Was gibt dir denn Bharat? Oh, dauerhafte Ansprüche auf komplett Indien. Aber ich vermute mal, Rajaputin ist zuerst dran. Rajaputin. Wenn man das aussprechen tut. Ja, sind ein paar weniger Provinzen, die du brauchst. So, was muss ich mir überhaupt gönnen? Ich brauche einmal... Ja, das Problem ist, ich brauche noch Uchiyain. Ich sehe nicht, dass ich das in nächster Zeit bekomme. Die Kamaten wollen sie gar nicht kapitulieren. Meine Verbündeten wollen auch nicht hinlaufen. Das soll ich nicht wahrnehmen.
Oh, welche Überraschung. Byzanz ist schon wieder im Krieg. Können sie es ja auch leisten. Ja, naja, okay. Ausgeben, müssen wir mögen, aber man hat's ja. Also Byzanz braucht nur noch Messina und Mailand, dann können sie Rom wieder gründen. Auch schön. Und wenn sie das tun, dann dauerhafte Ansprüche und oh, ganz viele Boni. Also werden sie noch besser. Also Delfino, jetzt machen wir was dagegen. Und die haben ja sogar schon eine Provinz von dir. Ja, es hat sich so ergeben. Die haben mich aber nicht angegriffen. Das war von früher noch, wo sie die anderen angegriffen haben, die meine Provinz hatten. Und dein Nachbar Kimek wird ja auch immer größer. Na komm, gönnen wir uns das. Scheiß noch zum Rest. Rashtrakhan will irgendwo hier mit anhelfen? Ja, okay. Oh, die wollen ja ganz schön viel Krieg machen, deine Nachbarn, ne? Ja, aber das sind alles nur so kleine Länder, hoffe ich. Schick erstmal die Armee darüber, die ist ziemlich klein. Dann habe ich mal kurz geguckt. Hallo, würdest du mir das mit aufrufen? Danke. Was? Ist das eine falsche Übersetzung? Ja. Verfügt über Kulturgruppe Westarisch. Ja und? Aha. Ach so. Westarisch, Rajatanisch. Von wegen Aria sind Germanen. So, dein Verbündeter kann ja auch Barat gründen. Und ohne das, ohne damit sie hinduistisch sind. Aber das wird erstmal nicht passieren, denke ich. Ja gut, da brauchen sie nur deine ganzen Provinzen. Das könnte passieren, ja. Zum Beispiel deine Hauptstadt. Also mal so auch Plus inzwischen. Korruption bekämpfen, also, deswegen. Also die brauchen deine Provinz Shitoga, dann Mitteldorp, dann Multan brauchen sie, was du gerade erobert hast. Ja. Könnte irgendwann zu Konflikten führen. Jetzt mal ja noch Minus wegen dieser Scheißkorruption. Ah ja, geil. Meine Nachfolge ist auch noch richtig geil. Oh wow, ganz Indien ist ja im Krieg hier. Fast alles in einem Bündnis. Scheiß Nachfolger, weg mit dem Pisser. Hoffentlich krieg ich jetzt einen besseren. Ja, ziemlich fairer Kampf für eure Gegner. Diese Korruptionsbekämpfung mal ein bisschen reduzieren, die ruiniert. Ne, jetzt geht's wieder okay. Ruiniert mich vielleicht so ein bisschen. Scheiß Bedienung, scheiß religiöse Einheitsbilder. Was besorgt denn der Zauber zum Teilnahme schon wieder?
Nicht oh, das ist interessant. Was denn? Ein böser Nachbar Tang ist gerade mit den Mongolen im Krieg. Ja, schön. Hab ich auch nicht viel von. Ja, und sind am Gewinn. Ich glaube, jetzt holen die sich das Mandat wieder zurück. Ist da überhaupt Tributstand? Vasall. Na ja, klar, ist das Vasall. Was soll's denn auch sonst sein? Wäre ja langweilig. Oh, es gibt den Kirchenstaat. Die Seuche, ja. Wirklich? Multan, das habe ich doch gerade erst erobert. Es gibt wieder den Kirchenstaat. Dann spiel weiter. Na, geht ja nicht. Oh, da gibt es sogar so ein Manuskript in den oberen Provinzen. Egal. Kann leider nicht die Kontrolle übernehmen über den Kirchenstaat. Kannst du denn überhaupt irgendwas? Nee. Totaler Anfänger. Ja, die 5000 Stunden auch nur geeidelt. Richtig. Einfach ganze Nacht den Launcher laufen lassen, weißt du? Da glaube ich dir, die Scheiße, du spinnst. Tag und Nacht. Ja, Bundelkant könnte man danach mal wieder angreifen. Nee. Ja, die geben mir eh nichts, also kämpfen wir auch nicht mehr so viel mit, glaube ich. Ich habe gar nichts bekommen. Eine Gefälligkeit habe ich bekommen, ja geil. Reicht doch. Bin so geizig. Keine Bundelkant angreifen, aber. Wir Verbündete. Wir sind hier in den italienischen Provinzen lauter päpstliche Nationalisten. Ich sehe das Problem irgendwie nicht. Und plus 3 Monate wegen Überdehnung. Scheiß Korruption. Was ist denn das für eine Religion? Bong? Was? Bong. Bong. Zum Beispiel Ladakh ist Bong, nennt die Religion. Bong. Die sind den ganzen Tag high. Ja. Jetzt ziehen sich eine Bong. Ja. Oh Gott, was ist denn das für eine Nachfolge jetzt? 1-1-2, 1-2-2, ja geil. Gut, dein jetziger Herrscher ist doch gut. Einfach hoffen, dass er ein bisschen lebt. Der letzte war besser, aber der hatte so einen niedrigen Anspruch und hat auch nur so ein scheiß Talente wieder bekommen. Es hat immer so viel kostet und die Scheiße sich auch nicht ausbreitet, ne? Bzw. weil sie ausgebreitet hat, aber halt trotzdem. Dann dauert es denn noch. Ah, Scheiße.
könnte Multan nochmal angreifen. Ohne Ablauf des Friedens Dingsbums abzuwarten. Oh wow, Byzanz wird gerade mit Events zugeschüttet. Die haben jetzt hier überall Rebellen. Ist doch schön. Dalische Nationalisten, beneventische, päpstliche. Kommen jetzt Bhutan hier, sagen wir. Ist aber auch egal, weil wenn ich den Krieg erkläre, ist Tang dabei und Ü. Ü, Leute, Ü ist dabei. Die werden den Krieg entscheiden. Aus welchem Land kommst du? Aus Ü. Wäre schon eine Großmacht, wenn ich diese scheiß Dinger endlich mal fördern könnte. Jetzt. Okay. Und natürlich muss ich jetzt langsam mal neue Berater einstellen, gell?